Herzlich willkommen zum Sonntagsimpuls. Hundert Jahre ist das Holz alt, aus dem die Figur des heiligen Norbert, die ich hier in Händen halte, geschnitzt ist. Nur 400 Jahre vermutlich die Mauer hinter mir in der Baustelle des Klosterneubaus des Prämonstratenserklosters in Magdeburg, dessen Grundsteinlegung wir heute feiern. Und noch 100 Jahre mehr ist es her, dass der heilige Norbert diesen Orden in Prémontré in Frankreich gegründet hat. Wir stehen heute an seinem hohen Festtag in diesem Jubiläumsjahr in einer Baustelle, legen einen Grundstein für etwas Künftiges. Ich stehe hier neben den Bewährungseisen für einen Pfeiler der Außenwand des Klosterbaus. Solch ein Pfeiler für die Kirche ist der heilige Norbert in seiner Zeit gewesen. Aber eben nicht ein Pfeiler, der nur feststeht, sondern einer, der etwas bewegt hat. Als er vom Blitz getroffen, vom Pferd geworfen wird, schießt Norbert ein Psalmvers durch den Kopf. Meide das Böse, tu das Gute, suche Frieden und jage ihm nach. Nichts mit sei vorsichtig, sondern bewege etwas, sitze die Probleme nicht aus, packe sie an. Was würde das heute heißen? Wäre dem Missbrauch. In verschiedener Hinsicht, in Kirche und Gesellschaft. Tu das Gute, tritt ein für die Schwachen und Hilfsbedürftigen und verkünde vor allen Dingen die frohe Botschaft. Denn die ist auch eine Botschaft vom Frieden. Und für den setze dich ein. Im Zusammenleben, in der Kirche und in der Welt. Und jage ihm nach. Lass nicht nach, sei dynamisch, entschlossen, handle. Das ist vielleicht für uns ein ganz aktueller Impuls. Und dazu, dass uns alle das bewege und stärke auf die Fürsprache des heiligen Norbert, des Ordensgründers der Prämonstratenser Chorherrn, Erzbischofs von Magdeburg und heutigen Diözesanpatrons des Bistums Magdeburg, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank fürs Anschauen. Und wenn Sie noch mehr Filme schauen möchten, mit uns verbunden bleiben, dann hier abonnieren diesen wunderschönen Kanal. Und hier oben geht's zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.